Heute habe ich mal wieder etwas ganz Extravagantes für euch. Ein Gaumenschmaus zum Sattessen. Und gleich vorweg, es ist nicht unbedingt zum Abnehmen geeignet. Das verrät vielleicht schon der Name Double Cheese Gyros Potatoes. Allerlei drin, allerlei dran und deswegen auch super lecker. Und wie ich diese Leckerei zubereitet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Wer mich kennt, der weiß, dass ich zu Witz und Humor, aber auf gar keinen Fall zu Übertreibungen neige. Entsprechend der Ankündigung finden wir in diesem Rezept dann auch reichlich Zutaten. Aber keine Panik, alles bezahlbar und überall erhältlich. Oder super einfach nachzumachen. Wie zum Beispiel meine selbstgemachte Gyros-Gewürzmischung, die ihr hier oben in diesem Video beschrieben seht. Dann fangen wir mal an. Als erstes werden die Kartoffeln in mundgerechte Stücke geschnitten. Erstmal beiseite stellen und warten, bis das Salzwasser für die Kartoffeln kocht. Wenn das Wasser kocht, dürfen die Kartoffeln für 10 Minuten ein schönes heißes Bad nehmen. Da sie ja klein geschnitten sind, brauchen sie tatsächlich nur 10 Minuten, bis sie gar sind. Dann abschütten und jetzt ein kleiner Trick, dann nochmal zurück auf die heiße Herdplatte, damit auch die letzten Tropfen unten im Topf verdampfen. Teil 2 der Kartoffeln kommt noch, jetzt geht es aber erstmal an die Soße. Als erstes mal die 400 ml Sahne in einen Topf. Dann den Frischkäse dazu und alles aufkochen lassen. Auch bei der Soße gibt es einen zweiten Teil, der etwas später beschrieben wird, deswegen erstmal beiseite stellen. Jetzt Olivenöl in eine Pfanne, nicht zu heiß werden lassen, das darf es nicht, denn es setzt Bitterstoffe frei, die wir nicht haben möchten. Dann das Hackfleisch und die Zwiebeln bei mäßiger Hitze anbraten und kräftig mit Gyros-Gewürz würzen. Während jetzt das Hackfleisch und die Zwiebeln gar schmoren, ist Teil 2 der Kartoffeln dran. Hierzu wird das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzt. Butterschmalz darf im Übrigen deutlich höhere Hitze erfahren. Jetzt kommen die Kartoffeln in die heiße Pfanne, werden nochmal mit 2 Esslöffel Gyros-Gewürz gewürzt, durchgeschwenkt und kräftig angebraten. Und in unserer anderen Pfanne schmuggelt ja immer noch das Hackfleisch mit den Zwiebeln. Das wird jetzt mit Knoblauchmus und etwas Salz gewürzt und bis zum Ende weitergebraten. Und nun zum Teil 2 der Soße. Die noch einmal kurz aufkochen und dann die 10 Toast-Schmelzkäsescheiben darin schmelzen. Und wenn die Soße fertig ist, dann kann angerichtet werden. Zuerst die Kartoffeln, dann das Hackfleisch und darüber schön die Soße lapieren. Und hier ist der fertige Gaumenschmaus. Nur sagt mal selber, sieht das nicht lecker aus? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.